Yo, was geht ab, YouTube? Willkommen zum, ja, zu einem neuen Video auf dem Main-Kanal und zu einer neuen Flashback-Runde. Ich habe euch ja gesagt, es kommen jetzt wöchentlich einfach mal der alten, guten Zeiten willen mal Runden von Verdansk. Heute gibt es eine Runde mit Anton und Sergen zusammen. Die waren bei Carsten. Ich glaube, die hat Carsten, also Elotrix, hat da, glaube ich, einen 24er oder einen 12er gemacht. Und die Jungs waren bei ihm zu Gast. Auf jeden Fall, ja, lustige Runde gewesen mit den drei, wenn ich es mal so sagen kann. Ich glaube, wir haben Duos gespielt tatsächlich. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß, ja. Lasst euch wirken. Verdansk mal ein bisschen genießen. Einmal in der Woche geht das. Und ansonsten, ja, viel Spaß im Video. Würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und einen Kommentar und ein Abo sowieso. Und ansonsten viel Spaß. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Anton, erzähl mal dem Chat, was du mir mitgebracht hast. Anton hat mir nämlich was mitgebracht. Eine russische Spezialität. So süße Kügelchen. Ja, genau. Das gibt es nur im russischen Supermarkt. Die Russen werden es vielleicht kennen. Die heißen Marlenkas. Und Marlenkas heißen die. So heißt es halt. So nennt Sergen seine Erstgeborene, wenn sie weiblich wird. Malenka. Und das sind halt einfach so Kügelchen, ne? Und auf jeden Fall so eine leichte, süße Flüssigkeit, ne? No homo. Und ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Was für ein No homo, Digga. Und ich glaube, weißt du, wie sie überhaupt schmeckt? Ja, ich weiß. Ach, der. Das war's komplett, Alter. Ach, und ich war mir nicht sicher, ob Carsten so Süßigkeiten überhaupt mag. Und vor allem russische Süßigkeiten sind ja schon mal sehr, sehr süß. Aber Carsten auf jeden Fall ultra geschmeckt. Das sind türkische Süßigkeiten doch auch, ne? Dieser Zucker so von Osttürkei, der schallert auch anders rein. Mhm. Sehr, sehr lecker. Lass den Kill-Auftrag pushen, ist eh kein Job. Ja, hier links, Digga. Lass uns erst Loadout holen, komm. Ich hol Loadout. Und du hol eine Drohne am besten. Oh, du bist ja rich. Ich würde auch, wenn ich Kill-Auftrag auf mich hätte, erstmal shoppen. Da ist noch einer, Chris, der läuft weg. Der kostet sich ein Gebäude. Da ist er. Okay. Yo. Oh, Alter, der eine hat so ein Shopping hier gemacht, obwohl er auch Stufe 3 Bedrohung war. Lieb's. Juckt ihn nicht, Bruder. Ich hol eine Drohne, mach an. Das ist auch so geil. Dieses Shoppen. Ich drück unten zum Shoppen, drücke ich Viereck, scroll schon und währenddessen bin ich schon quasi am Drücken mit dem Ding und dann tust du so voll schnell kaufen. Wir sind über manchmal fail, ich kaufe hier irgendeine Scheiße, Digga. Ja, Storage sind 2 und in diesem Gebäude der ist da. Unsere Ebene, wenn ich mich hochziehe. Also das heißt, der ist da oben drauf, Chris. Ja, ja. Mark out. I'm going. Ich glaube, die sind in diesen Gängen irgendwo. Wenn er sich jetzt hochklettert aufs Dach, er ist gedownt. Jackson, du pass auf, Alter, sonst geht's in den Luft. Das ist ein guter Call, Digga, den fühle ich halt. Schade. Noch ein neues Team oder was? Hast du noch eine Drohne, Chris? Ja. Okay, Actual, send Recon. Nice. Einer ist in den Raum reinspringen, aber hängen bleiben. Vor mir. Wie war ich tot? Er hat 1 HP, er ist in der Ecke. Hätte er mich getötet, wenn der. Der keine Stopping Power Bullets. Und wir müssen move wegen Zone. Oh oh. Nice. Also wenn der keine hier Spezialmuni in seiner Waffe hatte, bin ich der Weihnachtsmann. Du weißt, der Weihnachtsmann. Oh, ja. Also wär's ein hübscher Weihnachtsmann, ein zuverlässlicher. Ja. Der würde sogar beim Pakete austragen, so reinhasseln. Weihnachtsmann kann ja auch, man sieht ja nicht so viel vom Weihnachtsmann eigentlich. Kann auch eigentlich ein hässlicher sein. Mit seinem Bart da so, mit richtigem Kostüm. Egal, wie man aussieht. Ja, dann sind hier einfach den Weihnachtsmann hässlich. Jetzt weiß ich, wer dieses Jahr keine Geschenke kriegt. Ich auch nicht. Sagen, Alter, du kriegst eh keine Geschenke. Ist so. Der glaubt noch an den Osterhasen. Ich? Das sind so ja, weit laufen, weil du gerne Eier im Mund hast. Wie deine Mutter. Ja, Bruder, true story, Alter, wahrscheinlich. War ich auch so heiß, Digga? Oder hast du gut runtergekühlt, Carsten? Was, wie bitte? Ist es bei euch auch so warm? Ah! Good aim. Es geht, Digga. Meine Wohnung hat richtig guten Durchzug, wenn ich. Anderes wenn ich drauf. Ja, ja. Wenn ich Fenster aufmache und Türen offen lasse, ist wirklich guter Durchzug. Okay. Pushen wir die Krone? Ah, ne. Wir müssen nach unserer Zone laufen, Digga. Scheiß drauf. Er ist oben auf dem Dach. Er ist ein bisschen weak. Krone. Ja, der hat jetzt so einen Druck, ne? Ja, da muss. Ich weiß nicht, was er da macht. Der wird sterben. Er rennt, ist jetzt eh fällig. Er wird jetzt hier vorbeilaufen müssen. Wo ich hin, ey. Er kommt jetzt da. Hab ihn.
Vor uns immer weiter, ja, ich flieg hier raus. Da im Shop, die Jungs. I'm under attack. Oha! Dann bricht er sogar Platten hier in der Wüste, gar nicht. Ah, Damon Auto fahren wieder weg. Okay, oder? Ich glaube, die haben Killauftrag auf uns. Ich glaube, die haben Killauftrag auf uns im Auto. Wenn er Eier hat, steigt er jetzt da aus. Sniper Hunds oder so? Der hat zurückgeschossen, der Schwann. Ich hab dem anderen Schießback gegeben. Alter. Das war's komplett, Digga. Einfach im Fight vorlesen. No Ghost geholt! Autismus kickt wieder rein, Chris. Der Selfie Vibe. Der Geld getroppt. Ich habe vorhin nur einen halben Wrap gegessen, ich habe langsam auch Hunger. Also wir können uns gleich eine dicke Partypizza. Sujuk-Pizza? Boah, Sujuk muss schon ab, nicht dabei. Chris, willst du auch Sujuk-Pizza? Ja, ja, ich bestell auch gleich, Freund. Ich bestell auch, weil wir haben nicht was erlassen. Aber hier waren noch Gegner, hier sind welche vorne. Aussteigen. Oh, natürlich wieder dieses Stun-Werf-Effekt einfach. Er ist Ding, er ist ein bisschen weak. Ja, ich weiß, dass du Aim hast. Ich hab einen gedown. Okay. Das war eine Stun-Kasten. Yep. Anderes bisschen weiter links. Er ist oben am Fenster. Ich hab ihn gedownt. Gehen wir Trios? Nach, Mann! Er ist weak hier vor mir, Bomb vom Busch. Er hat sich selbst revived und wieder voll gehealt, Mann. Alter, wollte der dich gerade finishen? Ja, ja. Hol mich mal, Chris, Brudi. Junge, was wieder nicht liegt, so. Oh, halt so einen Moment. Oha, oh, da ist eine direkt vor uns. Hab ihn. Er schießt auf mich und auf einmal wird er so, weißt du so, er schießt auf mich, er schießt auf mich und auf einmal tut ihn so in seinem Zimmer, durch sein Zimmer, auf einmal bricht so die Wand und einfach so ein ICE fährt ihn so von der Seite so. Und einfach erst von der Konsole, alles ist kaputt, er ist einfach tot, so. Dann lass uns links hoch zum Schauen. Danach bricht so sein Haus zusammen so. Er dachte so, da kommt, oh, ich knock ihn gleich. Das so, so, weißt du, kennst du diese Platten, wo immer Erdbeben ist, Digga? Einfach diese Platten gehen so auseinander, sein Haus verschwindet einfach so im Erdbeben. Warte mal kurz, hast du sogar gesagt, die Platten, so wo immer Erdbeben Haus, sind? Komm, was meinst du denn mit Platten? Meinst du diese Kontinentalplatten oder was? Ja, genau. Verschieben, ach so. Digga, ich dachte gerade, Digga. Halt einfach, ja, ja. Nee, ich glaube, die heißen Kontinentalplatten, oder? Der Chat weiß es, der allwissende Twitch-Chat. Guck dir denn an, den wirklich Bruder, der allerletzte Mensch, habe ich wieder um die über den Haufen geschossen, Mann. Mann, ey. Meine Fresse, mach die weg jetzt, Chris, Alter. Hast du die? Einen habe ich. Ah, Tempo lang. Falsche Reaktionszeit ist Karte. Einer selber auch anstreut, Digga. Ich hab mich richtig an. Es fuckt so ab gegen solche Clowns, Digga. Meine Fresse. Ja, gut. Was? Er wirft erstmal im Gulag eine Fake Nade, Digga. Oha, Chris. Du wirst zugebombt. Ich hab einen genockt, weil ich über dein Nade ist. Ich versuch mal von aus der Luft was zu sehen. Ein Turner gegeben, ich weiß nicht. Hä? Also ich hab glaube ich jetzt beide Kills bekommen, ne? Hat das Selfie Vibe, glaube ich. Waren alle. Aber da war noch ein anderes, so ein unnormaler Geek. Ah, die haben den getötet, lol. Ah, die Camper wieder. Alle tot. Beide down. Ah ne, der andere hat einen HP. Ich hab beide. Du hast beide Kills bekommen. Ich hab den Kill bekommen, weil ich so viel Damage hab. Ich weiß schon, wenn der Typ diesen Cowboy-Hut aufhut. Was? Digga, was wolltest du gerade sagen? Dann weiß ich, er kann nicht gerade ausschießen. Das ist schon wohl das krass. Alter. Hat sich die Camper stellen, oder? Achso, Sag mal, das große Licht an. Jetzt wird's langsam dunkel hier. Große Licht? Ja, am Lichtschalter, ne? Ja, ich mach das. Da vorne sniped einer. Ich hab seine Mutter gef. Hab ihn. Alles gut, Bruder. Danke. Da ist einer im Haus. Da. Oben, obere Ebene. Ja, ich hab mich angeknackt. Ich hab ihn auch ein bisschen angeknackt. Er ist links vom Haus. Ich hab ihn. Alter, was ist ein Geek? Ist fucking hacken. Ey, Retalk. Hast rein mit mir und Chris, dann holen wir uns irgendwo im Ausland eine geile Bude zusammen. Ey, wie kostet das auch? Ja, Digga. Irgendwo in der Steueroase. Oh ja, da sehe ich mich. Oh, 40% Steuern den Rest meines Lebens, da sehe ich mich nicht. Retalk. Meinst du auf Inseln, wo noch niemand war? Madeira oder so? Ja, zum Beispiel. Oh, da sehe ich mich. Danke. Chill mal mit Unge, Digga. Gönn uns einen Veggie-Burger.
Veggie-Burger. Bisschen Tofu aufs Brot schmieren, beste Leben, Kapi. Haben wir jetzt hier keinen sehen, Digga? Ich hab mal was mit einer Paulina, hieß die. Pauline, die war so, wie heißt das, wenn du nicht Veggie bist, nicht Vegetarier und Veggie, sondern die tun nicht mal Pflanzen töten dafür, sondern die essen nur runtergefallene Hülsenfrüchte. Diesen Trip hat die geschoben. Bro, ich bin bei ihr verhungert. Irgendwann, nach zwei Tagen, habe ich übelst den Ausraster geschoben. Ich habe mir eine dreifache XXL-Pizza bestellt und Spezi, Fanta und Cola als Getränk, Digga. Die hatte ja auch nichts zu trinken dann da. Und so, Digga, es war so schlimm. Ja, was trinkt die dann? Was? Digga, gar nichts. Wie gar nichts? Ja, einfach gar nichts. Die muss was trinken. Nee. Sonst geht die Eier. Klar. Wie soll ein Mensch durchhalten und trinken? Mein hauseigenen Eiweißshake hat die getrunken. Fruchtiane oder so, Digga, wer sich auch das ausgedacht hat, wirklich. Die sollen einfach in Amazonas ziehen, Bruder, und da einfach sich so ein bisschen mit den Moskitos, die so handgroß sind, sollen die so einfach so Boxfights in der Luft machen, Digga. Na, aim war auch gestern. Ich hab einen Shieldbreak, Chris. Den hätte ich gehabt, Digga, Ich hab einen Weak. Digga, es ist so schlimm, was ich hier gerade mache. Einer noch, ist nur noch einer. Ich fühl, Digga, mein Controller, ich bin irgendwie gar nicht eingespielt. Einer nur noch. Alter. Oh nein, nein, nein. Ich hab ihm so einen Turner gegeben. Bitte. Ich fang die Schüsse ab für dich. Ich bin da, Bruder, ich bin da. Warte, ich hab der Push. Der ist genau hinter dem. Das ist eher ein Geek. Hinter dem Tower of Power. Ja, Digga, die hätte ich alle gehabt müssen, die waren nicht gut gerade. Die hätte ich so weggegangschaltet, wäre ich eingehemmt. Unlucky Jungs. Das Trophy System ist lecker. Da war Zonenlack. Ach du Scheiße, das waren ganz schön Shots aus der Hölle. Malo. 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 Yippie! LOL! Wie geil, der Self-Revive ging dann sogar noch durch. Stell dir mal vor, es hätte jetzt so abgebrochen, hätte mich getötet. Das wäre so ein klassischer Warzone-Moment gewesen. Genau, er hat dieses Perk drinne, für schneller zuschlagen. Auf der Waffe, da wo schneller nachladen ist, gibt's ja schneller zuschlagen. Und dann diesen Lauf, der so Spitzen vorne hat, damit du mehr Damage machst im Nahkampf, Digga. Und auf einmal gibt's ja so, kriegst du so richtig schnell so bam bam, so zwei Schläge einfach so. Das geht wirklich. Ja, ich weiß. Da hast du mal einen Clip gepostet. Ja, ja, das war so gar nicht lange her, irgendwie eine Woche oder so. Das sieht wirklich so aus, als ob der dich so einmal schlägt. Der macht nur so, dass die Animation sieht schlecht gemacht. Der schlägt dich und dann tut er wirklich so, als ob der so vorspult und schlägt dich direkt nochmal. So richtig schnell so. So bam, bam. Mhm. Und bist tot. Sofort. Bestellst jetzt die Südkuh. Was? Sie hängen nämlich nur so, Alter, bestell jetzt mal Essen, hör mal auf zu labern jetzt. Ja, was, warum habe ich gerade eine Einladung bekommen? The fuck? Ich kenne ja nicht mal. Hast du dich ausgestellt? Doch, nee, ich. Boah, fresher Titel von dir.